Ja, also ich bin dann also bin in Overdick geblieben, Jaspis und Winifeld und so, die sind ja auch alle von Overdick. Und bin dann nach Wattenscheid gekommen in eine Wohngruppe. Und bin da eigentlich auch ziemlich gut aufgenommen worden. Und das war toll. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich selten, also auch zu Hause, sowas eigentlich nicht erlebt habe. Man hatte Möglichkeiten, man hat Freizeitangebote bekommen. Ich habe ein Taschengeld bekommen, mit dem ich wahrscheinlich besser klarkam. Klar, je mehr Geld, desto besser. Das ist für jeden wahrscheinlich toll. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe super klasse Betreuer gehabt. Also ich habe mich immer super wohl gefühlt. Ich hatte immer meine Bezugspersonen definitiv auch ganz, ganz starr, was die Erwachsenen anging. Bin dann in der Zeit auch mal an der Schule gekommen, habe das erste Mal wirklich einen Klassenverband mitgekriegt, war das erste Mal eine, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, Ansehen oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll in der Schule. Ich war halt nicht eine von den Blöden. Ich war eine auf den, am Anfang schon, weil wir noch so Blöde in der Klasse hatten, aber ich war im Endeffekt dann nicht mehr eine, auf die immer mit dem Finger gezeigt worden. Schon, aber auf einer eher positiven Art und Weise, glaube ich. Waren immer sehr rebellisch, wir haben immer sehr viel gemacht, waren die Leute, die immer sehr viel Scheiße gemacht haben und alle fanden es aber gut. Macht man in der Zeit ja, ne? Hatte immer viel mit auch den oberen Klassen zu tun und ja. Das hat sich alles eingespielt. Also meine erste Begegnung, also das erste Mal, dass ich so, also was heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt das erste Mal war, dass ich eine Frau toll war, fand in der Schutzstelle. Definitiv eine Betreuerin. Ja, wo ich, es sind so Verliebtheiten, Verknalltheiten, ne, zu erwachsenen Personen. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das eigentlich relativ viele Jugendliche haben, dass man irgendwie so erwachsene Vorbilder hat und dass es das irgendwie ganz spannend ist und dass man, ne, dass es das schon so eine Verliebtheit ist, aber dass es das für mich, glaube ich, auch noch sehr, sehr schwer war, das wirklich zu definieren. Also zu sagen, irgendwie, boah, ja, ich liebe diese Frau oder so, also so, ne, keine Ahnung, so Definition, aber ja, das war in der Schutzstelle, definitiv. Hatte ich aber auch schon vorher. Also es gab schon vorher eine Frau, die mich sehr geprägt hat oder wo ich sehr große Bindung zu hatte und immer sehr viel Kontakt auch zu hatte und wo das halt so war, gefühlsmäßig auch immer sehr aufreibend und irgendwie ganz komisch, verwirrend oder so. Also die erste Frau, für die ich geschwärmt habe, das war, glaube ich, so eine Frau, die auch in Gärtel wohnt und da, wo ich geboren worden bin und bei der ich oft war, bei der ich oft mit meiner besten Freundin geschlafen habe. Das war auch eine erwachsene Person, mit der ich eine ziemlich große Bindung hatte. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich meine beste Freundin mit Tiere gemacht habe, weil sie sich irgendwann beschwert hat. Ich würde ja immer zu ihr kommen, nur um zu ihr zu gehen und so. Und ich einfach, weiß ich nicht. Also ich wusste eigentlich, glaube ich, gar nicht, was sie will. Ich glaube, da war ich 12 oder so. Und das war so ein bisschen konfliktreich, aber. Ja, eigentlich auch schön. Also ich habe mich immer wohl gefühlt und finde das eigentlich ganz irre. Und ich weiß, dass ich da sowas zu einem Mann zum Beispiel nie hatte. Also so. Na, also ich glaube, schon immer waren Frauen Menschen in meinem Leben, die mich A sehr geprägt haben und die, wenn überhaupt, auch eine große Bindung zu mir aufbauen konnten. Also mit Männern habe ich solche Bindungen nie gehabt. Also das Thema Homosexualität in unserer Familie war. Genauso Thema wie Heterosexualität. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie gesondert behandelt wurde oder also mir wurde nie dieses Gefühl gegeben, dass Heterosexualität oder Homosexualität, dass das einen Unterschied macht bei uns. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Onkel schwul ist und dass der sich auch irgendwann geoutet hat, klar. Und dass ich, glaube ich, dadurch einfach auch sehr viel leichter hatte. Ich bin einfach, A, sind wir natürlich auch in einer Zeit, wo es leichter ist. Aber meine Mama ist, weiß ich nicht, ich glaube, ist einer der tolerantesten Menschen, die ich kenne, was alles Mögliche angeht und was Sexualität angeht, was ich weiß nicht, was angeht. Und ich bin sehr, sehr, sehr links aufgewachsen. Ich bin sehr, sehr, sehr tolerant aufgewachsen. Und für mich war überhaupt nie, stand überhaupt nie zur Debatte, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich mit einem gewissen Alter irgendwie entscheiden oder mich finden oder oh Gott, ich bin auf einmal lesbisch oder ich stehe auf Frauen, das ist total die Katastrophe und ich weiß nicht, wie ich das meiner Mama beibringen soll, sondern es war halt einfach so,
ich fand das toll. Natürlich habe ich ausgetestet, wie meine Mama darauf reagiert. Aber ich glaube, das habe ich genauso wie bei den Männern gemacht. Also es war kein Unterschied. Ne? Meine Mama hat erst gedacht, also da habe ich auch mit meiner Mama offen drüber geredet. Und meine Mama dachte auch immer erst, das ist vielleicht eine Phase, weil ich bin halt in der Pubertät. Aber sie hat auch immer gesagt, so ja gut, wenn du eine Frau mit nach Hause bringst, bist du eine Frau mit nach Hause. Wenn du glücklich bist, bist du glücklich. So. Meine Freunde, solange die jetzt nicht den größten negativen Einfluss irgendwie auf mich hatten, wurden in meiner Familie auch immer akzeptiert. Bei mir durfte immer jeder eigentlich ein- und ausgehen irgendwie. Und das war nie ein Thema. Also das war... Also ich musste nie zu meiner Mama gehen und sagen, Mama, pass mal auf, ich bin lesbisch. Sondern es war so und... Also bei mir gab es sowas wie Coming Out oder sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Also das kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Es gab mit Sicherheit dann irgendwann den Punkt, wo klarer wurde, so das tendiert in Richtung Frauen, aber ich glaube nicht, dass ich das ansprechen musste. Also das Thema mit meinem Onkel und dessen Schwulsein wurde... Also ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich weiß, dass meine Mama mir das mal erzählt hat. Und so viel ich weiß, hat sie mir halt einfach erzählt, dass sie, meine Mama ist die Älteste in der Familie von ihren ganzen Geschwistern und ich weiß, dass mein Onkel zu ihr gegangen ist und sie als erstes quasi sich bei ihr quasi geoutet hat und meine Mama so meinte so, ja, und wo ist das Problem? Also sie hat darin kein Problem gesehen, dass er halt quasi schwul ist und ich weiß, dass meine Mama mir erzählt hat, dass meine Oma wohl echt geweint hat, weil sie natürlich, klar, die haben eine Vorstellung von Enkelkindern wahrscheinlich und hier und da und da. Ich weiß, dass mein Onkel aber ziemlich schnell akzeptiert wurde. Also das war nicht lange Thema, glaube ich, bei uns. Und ich weiß, dass mein Onkel sehr, sehr lange, ich glaube, das waren ungefähr 10 Jahre, auch einen festen Freund hatte, der ziemlich, ziemlich doll integriert war in unserer Familie und der liebste Schwiegersohn meiner Oma quasi war. Also die hat den mehr geliebt als ihren eigenen Sohn, glaube ich, fast. Ne? Und das war dann relativ schnell auch über den Tisch. Also das war dann... Und so, also von meinen Onkeln oder Tanten, also da habe ich nie irgendwie, wir sind auch noch ein bisschen Multikulti, also wir sind, ne, also es ist Angst gehabt vor der Homosexualität bzw. vor lesbisch zu sein, weil ich definitiv immer Kinder wollte, also das schon ganz früh immer total kindernah war und natürlich auch als Mädchen mit Puppen gespielt habe, wie eine Bescheuerte. Also ich war schon durch und durch absolut Mädchen, bin ich auch heute noch, würde ich behaupten. Und ich weiß, dass, also ich kann mich daran erinnern, meine Mama nicht, ich habe sie irgendwann mal darauf angesprochen, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Mama, ich möchte nicht lesbisch werden, weil dann kann ich keine Kinder kriegen. So, ne, aber damals wusste ich ja noch nicht, dass heute alles möglich ist, ne, und das kam schon mal auf, ja, also da hat man auch gesehen, dass ich schon relativ früh wusste, glaube ich, eigentlich, was das ist. Na, also ich weiß, dass meine Mama uns ziemlich gut auch aufgeklärt hat und anhand von Kinderbüchern natürlich und ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass meine Schwester und ihre beste Freundin immer Witze gemacht haben, meinte, du wirst irgendwann mal lesbisch und ich habe gar keine Ahnung warum, weil das war nur aus Jux und Tollerei und das ist natürlich lustig, weil heute erinnern wir uns noch ein bisschen daran zurück, dass sie das damals gesagt haben und ich immer gesagt habe, nein, 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 ich werde nicht lesbisch und ja, das, ach, ich hatte, also es gab nie den Anschein dafür, dass ich das werde oder so. Es war halt einfach lustig gemeint, ne? Und heute weiß ich natürlich, dass man Kinder kriegen kann, auch wenn man mit einer Frau zusammen ist. Und von daher sind die Ängste nicht mehr da. Jetzt, heute, weiß ich natürlich, dass es diese verschiedenen Schubladen gibt, in die Lesben geschoben werden, hier Baufallhemd und typisch männlich und Männer natürlich mehr weiblich. Aber also früher, als ich damit so angefangen habe oder auch Leute kennengelernt habe oder für mich so ein bisschen rauskristallisiert habe, in welche Richtung es für mich geht, habe ich das, glaube ich, also ich hatte nie so eine vorgefertigte Meinung oder so im Kopf oder ein vorgefertigtes Bild oder so. Oder ich hatte auch für mich nie das Gefühl, so, ich bin jetzt lesbisch, ich muss jetzt auch Baufallhemden tragen oder so. Also ich war immer Frau und ich wollte auch immer so bleiben. Ich trage gerne Kleider und weiß ich nicht, also ich hatte nie so...